Was sind also die fünf Prinzipien im Umweltrecht, die Grundprinzipien? Das erste ist das Subsidiaritätsprinzip. Sub-S-U-B, Sidiaritätsprinzip, wie man es spricht. Subsidiaritätsprinzip. Ich erkläre es sofort. Moment aushalten, bitte. Subsidiaritätsprinzip. Alle Worte enden mit Prinzip. Es reicht also, wenn Sie die ersten Silben hinschreiben. Vorsorgeprinzip. Es reicht, wenn Sie notieren Vorsorge. Denn an allen diesen Begriffen hängt Prinzip hinten dran. Vorsorge. Verursacherprinzip. Verursacherprinzip. Kooperationsprinzip. Und Verhältnismäßigkeit. Das sind die fünf Prinzipien im Umweltrecht, von denen drei, mindestens drei, im Vorwort unserer Gesetzessammlung ausführlich erklärt sind. Subsidiarität, Vorsorge, Verursacher, Kooperation und Verhältnismäßigkeit. Auch im 21. Jahrhundert wird die Weiterbildungslandschaft durch grausame und ausbeuterische Fernlehrgangsinstitute dominiert. Die Menschen stöhnen unter schwer verständlichen Lernunterlagen. Sie quälen sich abends und am Wochenende durch den Lernstoff. Aber auch in Präsenzlehrgängen herrscht das Elend. Die Menschen werden in Verwirrung und Verzweiflung getrieben. Viele geben frustriert auf. Sie haben viel Geld verloren. Sie liegen gedemütigt am Wegesrand. Doch es gibt Hoffnung. Der Retter der frustrierten Lerner kommt. Robin Good. Sein Motto: Lernen ohne Leiden.